Ein Verlust von Seitenzähnen kann nicht nur die Kauleistung beeinträchtigen, sondern auch die Position des Kiefergelenkes und die Kaumuskulatur beeinflussen. Nun sind unsere Studierenden in der Regel vollbezahnt und können sich daher nur schwer vorstellen, wie sich so ein Lückengebiss beim Zusammenbeißen anfühlt. Und genau hier setzt unser Lehrprojekt an. Es werden für alle Studierenden individuelle Aufbissschienen hergestellt, die dann in zahngroße Segmente zerteilt werden. Diese sind einzeln herausnehmbar und frei kombinierbar, was uns die Möglichkeit gibt, für die Studenten bestimmte Aufbisssituationen zu simulieren, die durch den Verlust von Backenzähnen entstehen können. Um den Einfluss der verschiedenen Aufbisssituationen darzustellen, erfassen wir die Aktivität der Kaumuskulatur mithilfe der Elektromyographie und wir registrieren die Position des Unterkiefers digital. Die Ergebnisse werden anschließend mit den Studierenden gemeinsam im Detail diskutiert.